Mein Name ist Loni. Weißt du, allein wenn ich das Menü sehe, dann habe ich schon überhaupt keinen Bock mehr. Die Polizei. Neue Karriere. Ich danke übrigens an dieser Stelle allen, die gesagt haben, Loni, spielen wieder einen Simulator. Ja, finde ich toll. Fixer, ganz ehrlich. Ja, wir spielen jetzt mit Simone Schmidt und, naja. Müssen auch selber wissen, ganz ehrlich. Weißt du, für mich wäre das einfach nichts. So, willkommen im Ladebildschirm. Finde ich schön, ja. 26%, wir haben ja Zeit. Und ganz ehrlich, das kannst du eigentlich so nicht machen. Es ist mega warm hier drin, ey. Boah. Willkommen zu Loni, zieht sich Ausschau oder was, ganz ehrlich, ey. Na, okay, das Hemd lasse ich an. Aber ich habe mir vorher auch noch gedacht, das kannst du eigentlich mal machen, ne? Ich danke meinen sauberen Kleidungsstücken, dass sie sich freiwillig schmutzig haben machen lassen. So. Willkommen, bevor sie ihre erste Schicht antreten, machen sie sich in der Einweisung mit der Steuerung vertraut. Ich erinnere mich an die Bus-Simulator-Steuerung. Sagen wir mal... Behindert traf's ganz gut. So. Zu Beginn jeder Streifenschicht erhalten Sie Ihren Tagesbefehl. Da handelt es sich um eine Aufgabe, die Sie im Laufe der Schicht bis zu dem Ende erledigen sollen. Dabei wird Ihnen auch ein Einsatzgebiet in der Stadt zugewiesen. Jetzt am Anfang der Karriere ist das nur ein einzelner Stadtbezirk. Sie werden später wird das ganz toll noch. Werden Sie für mehrere Bezirke gleichständig zuzeitig sein. Klicken Sie jetzt auf Weiter und spielen Sie. Klicken Sie. Ich klicke euch richtig hart durch, Leute. Tutorial, auch mit WASD. Ich laufe rückwärts. Links, rechts. Tja, ich bin nicht vorwärts gelaufen, hab's trotzdem geschafft. Okay, wenn ich Umschalt gedrückt hat, halt wird gerannt. Ja, da haben wir. Okay, mit rechts mache ich die Kamera, wunderbar. Okay, wenn ich mit links mache, ist nur die Kamera und mit rechts bewege ich auch die Polizisten mit. Aha, das ist sehr interessant. Tab-Taste, da kann ich irgendwas machen. Tab. Ich weiß nicht, was Tab gemacht hat, aber ist gut. Häufig erreichen Sie Notrufe, nutzen Sie dann Ihre Ausrüstungsgegenstände, die am unteren Bildschirmrand angezeigt werden. Überprüfen Sie jetzt eine Zivilperson mit Ihrem PDA. Bewegen Sie Ihre Polizisten näher ins Passanten und klicken Sie dann mit der linken Maustaste aufs PDA. Ja. Ach so, jetzt steuere ich die Frau, das will ich ja gar nicht. So, ihr seid alle verdächtig. Der Mauszeiger zeigt nur ein PDA-Symbol. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Passanten, um ihn zu überprüfen. Laura Klein wird zur Zeit gesucht. Ja, erstmal voll getroffen. Neuer Befehl, nehmen Sie die Person fest. Alle aktuellen Befehle können Sie... Aha. Linke Maustaste, das Symbol Handschellen, der Link an der Leiste am unteren Bildschirmrand. Und mit Rechtstaste festnehmen. Flieht die wirklich, die Olli Schrapnelli? Ich glaub's auch bald, oder was? Ha! Ja, 5 Meter weg festgenommen. Sie sind festgenommen, ja. Gut gemacht, sie haben die Person festgenommen. Okay, nein, Entschuldigung. Ich bin wieder Polizist, ernsthaft, ja. Steh über dem Gesetz. Notrufe, aha. Müssen wir noch abtransportieren, ja genau. Müssen wir einfach transportieren, müssen wir ab oder was, Schnucki? Was genau soll ich mit dir jetzt machen? Aha, abtransportieren, ja. Verpissen, die bleibt einfach stehen, genau. Klar. Polizeikelle, Radarfalle, Hilfe. Ja, Hilfe, das ist gut. Funksprech, wo ist denn? Hä, seh ich's nicht? Pfefferspray, EMS, irgendwas. Ach so, ja.
klicken Sie nun bei Ihrem Funksprechgerät auf die Schalt-Schnelltaste Personentransportfahrzeug. Ist paradox, Schnelltaste, aber so einen Namen haben, ne? Aber gut, bitte. Polizeitransportfahrzeug. Mein Name ist Loni, mein 72D, Alpha Beta Dame nach E5. So, jetzt wird erstmal klabutzt hier, Junge! Ich will die Pistole auswählen! Dann halt nicht, Mann! Ich knall euch alle ab! Und so ging ein weiterer Tag der Polizei zu Ende. Mit einer Hecke, die überhaupt nichts mit Durchglitschen zu tun hat. Aber wir tun's nochmal. Ha! Weil ich gut bin. So, Glückwunsch! Ja, Punkte, aha, werde ich befördert. Okay, also mein Ziel ist, so viele Minuspunkte wie möglich zu sammeln, bitte. Ich freue mich drauf. Juhu, 100 Punkte. Yay. Juhu. Tagesbefehl. Der Eigentümer des PKWs hat sein Fahrzeug heute um 7:30 Uhr als gestohlen gemeldet, ja. Nicht 7:31 Uhr, nicht 7:29 Uhr, sondern, wisst Bescheid, 7:30 Uhr. Das Fahrzeug ist silber lackiert und hat das amtliche Kennzeichen PTGM 88. Warte, das merke ich mir kurz und schon wieder vergessen. Finden und sichern Sie das gestohlene Fahrzeug im aktiven Straßenverkehr und stellen Sie sicher. Nehmen Sie ein Autodieb fest und lassen Sie ihn abtransportieren. Ja. Wie steige ich denn in mein Auto ein? F, Enter, I, G, D, H, Q, irgendwas. Ich drücke alles. Und es war ein Rechtsklick. You. Jetzt wird's nämlich noch spaßiger. Ich darf endlich Auto fahren. Also wie kann man sich denn von einem Baum stoppen lassen? Total unautoritäter, ne? So, was brauchen wir? PTGM 88 silberner Wagen. Lautsprecherdurchsage. Mhm. Was? Wir haben Scheißdreck, Junge. Warte mal, du bist doch bestimmt kriminell. So, welches Kennzeichen? PTRV93, scheiße. Ja, Madame, eigentlich müssen wir trotzdem festnehmen, ne? Sie haben sich der Staatsgewalt widersetzt. Richterin Barbara Salisch wird sich mit Ihnen befassen, ja? Warte mal, was braucht die PTGM? Warte, was ist das denn? Der hat kein Nummernschild. Willst du mich verarschen? So, jetzt wird erstmal quergeparkt, hier, Amigo, ne? Guten Tag, T zum L, Amigo. Was geht denn? Was geht denn? GP PDA? PDA SUV? Ah! Laut! Das kann man auch leise machen, verdammt! Fixer, ey. Aha, ja, das Fahrzeug flieht. Und es ist durch mich durchgefahren. So ein Hallodri hier. Wir fahren erstmal schön hinterher, ne? Am besten. Jetzt wird's kriminell. Wo ist er hingefahren? Scheiße. Ha, da ist er. Einmal um den Block. Ey, der ist so massiv, der Mond kracht in sein Ghetto. Was? War ich nicht, Entschuldigung. Was? Jetzt halt doch alle mal die Fresse! Ach so, da, ja. Ja, hab ich nicht geschafft, scheiße. Egal. Wir fahren erstmal an die ran, ja? So, Notruf. Da haben wir doch bestimmt irgendwas Schmuckes für. Also in ihrem Kopf ist ein Auto. Gegebenenfalls auch andersrum, ne? Wir können nichts mehr tun, ganz ehrlich.
und Unfallfahrzeug abschleppen, das ist ja wunderbar. Sollen wir vielleicht noch aussteigen, hä? Allgemeiner behinderter Automobilclub, ja. Das hat was mit Mobbing zu tun. So. Jawohl, wunderbar. Da wird erstmal, da wird sie gefloatet. Ja, da floatet so unglaublich sicher und locker auf die Trage. Geil. Es tut gut, Menschen zu helfen. Denen man vorher in den Kopf gefahren ist. Mach mal nicht so einen Lärm hier. Wie geil wär's denn bitte, das mit der Oculus Rift zu spielen? Mal ganz ehrlich. Du wärst ja total mitten im Geschehen drin. Das wäre der unglaubliche Wahnsinn. Du bist im Weg. Ich verhafte dich. Ich knüppel dich nieder. Du bist doch bestimmt gesucht. Ich bin mir bei der nicht sicher. Aber du hast kein Kennzeichen. Ah, scheiße. Warte mal, GM88. Woo! Ist der uns in die Falle gefahren, der Pisa, oder was? Ja, Hammer. Ding! Das wird doch so oder so nichts. So, dich erwischen mal. Wo bist du hin? Ich hoffe mal, ist es der auf der Karte hier? Oder ist er es nicht? Warte mal, der ist doch hinter mir. Willst du mich verarschen? Jetzt wieder abgespritzt. Jetzt nützt alles nichts. So, fahren wir einmal hier durch. Merkt ihr schon die Spannung? Ja, rennt weg! Ich bin die Polizei, verpisst euch! Haut ab! Was bist du denn? Ich sollte gerade noch einen silbernen Wagen verfolgen, ja? Soweit ist ja erstmal alles in Ordnung. Warum wird mir die Frau jetzt auf der Karte angezeigt? Muss ich nicht verstehen, oder? Ja, ich meine gut, ne? Ach komm, ich werde doch wohl jemanden niederknüppeln dürfen, ja bitte. Ja bitte. Kann ich nicht irgendwas? Kann ich nicht festnehmen? Danke! Ich hoffe mal, jetzt wird die abgeschleppt hier. Ich meine, ich würde die auch gerne mal abschleppen. Verstehe ich nicht. Während der Schicht ist Biertrinken auch verboten. Da sie keine abtransportieren will, lesen wir einfach mal Schilder. Ja, warte, warte. Bei Rot musst du stehen, bei Grün darfst du gehen. Vielleicht heißt es auch Blei, Nock, Mumus, Bleinock. Lass mal so stehen, weißt du, pass auf, du bleibst hier stehen und jemand wird sich schon um dich kümmern. Wiedersehen. Ist sie dämlich. Dann suchen wir weiter nach unserem Amigo hier. Schächtende noch 23 Minuten, was? Sag bitte nicht, das sind Echtzeitminuten. Deine Mutter hat das Einsatzgebiet verlassen. Mann, ey. Was kann ich dafür, wenn sie nicht mehr in der Herbertstraße arbeiten will, ja? Es tut mir leid. Und fahr mal richtig, welcher Pisser fährt denn da so behindert? Als ob der mal Busfahrer gewesen ist, ey. Nein! Nein! Vergib mir, Kevin! Ganz ehrlich, ich bin den ganzen Tag schon an diese Tusnellen rangefahren, aber jetzt auf einmal, ne? Hoppla! Jetzt ist übrigens keine Schicht mehr, jetzt darf ich saufen, bis der kommt, Arzt, ne? Andreas Frisch. Wohner eines Altenheims. Das ist paradox, weil Frisch und Alten... Naja.
wurde... Entschuldigung. Ich bräuchte jetzt einfach so eine Giga-F-Taste, weißt du? Hab ich nicht, sind... Also das Polizeiding ist wieder so wie der Bus-Simulator, du kannst einfach nichts machen. Also weißt du, während es offen ist, funktioniert nichts anderes. Gut, außer Fraps, das ist gut. Aber ansonsten... Tja, Giga-F-Tasten, sorry, not sorry. Wohl hat sich von einem Spaziergang nicht zurückgemeldet, ja? Identifizieren Sie den mutmaßlich verwirrten Mann und lassen Sie ihn zurück zum Altersheim bringen. Ja, mal schauen, haben wir alles dabei. Wir haben Pfefferspray, EMS, Pistole. Ja, ich denke, da kann man mitarbeiten, ne? Mein Name ist T zum L. Würdest du bitte... Boah, es war ein Witz. Steig doch bitte einfach ein. Hicks. So, aha. Andreas Frischsommer finden. Alles klar, kann ich denn? Nee, warte, nein.